in der heutigen Lesung stellt uns Paulus einen besonderen Weg vor. Es ist ein Weg, der alle anderen Wege übertrifft. Es ist ein Weg, den wir kennen. Es ist ein schöner Weg, aber auch eine Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Es ist nicht der Weg der Sprache. Es ist nicht der Weg der Prophezeiung. Er ist nicht der Weg des Schenkens der Hingabe. Es ist der Weg der Liebe. Paulus beschreibt die Liebe. Er fügt ihr viele Eigenschaften zu. Öffnen wir unsere Ohren und Herzen, wenn wir jetzt das Wort Gottes hören. Welche Eigenschaft der Liebe spricht mich heute an? Was fordert mich heute heraus? Welcher Gedanken der Liebe will mich heute begleiten? Hören wir jetzt die Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern und Brüder, strebt nach höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich die Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich mein ganzes Habe verschenke und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nicht. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war.
Jetzt schauen wir in seinen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Unvollkommenen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wort Gottes. Danke sei Gott.